Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Ukraine hat offenbar damit begonnen, ihre Angriffe gegen die russischen Truppen im Land zu verstärken. Präsident Selenskyj sprach von Gegenoffensivaktionen, wollte aber keine Einzelheiten nennen. Ob es sich um die seit längerem erwartete Großoffensive handelt, ließ er offen. Russland hatte zuletzt erklärt, diese laufe bereits. Kampfhandlungen werden auch weiterhin aus der Überflutungsregion um die Stadt Cherson gemeldet. Nach dem Staudammbruch sinkt der Wasserstand dort allmählich. Die letzte intakte Tankstelle vor der Frontstadt Cherson. Viele Freiwillige und Hilfsorganisationen machen hier noch einmal Pause. Also wir schicken 80 große Lkw mit Lebensmitteln und Wasser in die Region. Die Tankstelle ist voll mit Soldaten und mit internationalen Freiwilligen. Wir bringen Medikamente und Essen, Sachen, die in Cherson angefragt werden, in die Stadt. Sachen wie Boote, Medizin wird besonders gebraucht. In Cherson kommen täglich mehr Menschen in Hilfszentren und stehen für Trinkwasser an. Volodymyr hat auf der russisch besetzten Flussseite gelebt. Das ist alles, was ich habe. So habe ich das Haus verlassen, als wir überflutet wurden. Die freiwillige Leiterin des Zentrums, früher mal Modedesignerin, ist ziemlich übermüdet. Die Leute haben alles verloren. Wenn sie herkommen, haben sie nicht mal Unterwäsche. Deshalb brauchen wir alles. Cherson hat in den vergangenen Tagen 25 Angriffe auf die Stadt gezählt, auch auf Wohngebiete. Dieses wurde am Donnerstag getroffen. Es liegt am Fluss und damit an der Front. Viele Helfer werden deshalb nicht mehr ans Wasser gelassen. Sie könnten getötet werden. Außerdem wird ein Unwetter erwartet. Einige schrecken vor den Gefahren nicht zurück und bringen, wie er, hilfesuchenden Handyakkus und eine Mahlzeit. Die Hilfe ist angelaufen, aus der Ukraine und auch aus dem Ausland. Jetzt sinkt der Wasserpegel und damit wird die Not sichtbar. Was die Menschen hier aber tatsächlich jetzt erwartet, vor allen Dingen auch militärisch, völlig unklar. Beim Evangelischen Kirchentag in Nürnberg standen heute politische Themen im Vordergrund, unter anderem der Ukraine-Krieg und die Asylreform der EU. Bundeskanzler Scholz verteidigte bei einer Podiumsbefragung das Vorhaben, die Asylverfahren zu verschärfen. Es gehe um Solidarität in Europa. Die EU-Staaten hatten vereinbart, dass Migranten an den EU-Außengrenzen zwingend registriert und bei Aussicht auf Asyl auch auf andere Staaten weiterverteilt werden. Abschiebungen sollen erleichtert werden. Ihre Wut und Hilflosigkeit haben sie aufgeschrieben. Jesse Huppenbauer von Sea-Watch hat mit anderen Seenotrettungsorganisationen auf dem Kirchentag eine Resolution verfasst. Sie verurteilt den Asylkompromiss, der künftig Verfahren schon an den Außengrenzen der Europäischen Union vorsieht. Menschenrechte werden hier aufs Spiel gesetzt und am Ende leiden die Menschen an den Europas Grenzen. Die Resolution wurde angenommen. Auch die Spitze der evangelischen Kirche lehnt Schnellverfahren an den Außengrenzen ab. Denn die Menschen kommen ja auch hochtraumatisiert an den EU-Außengrenzen an. Und das Erste, was passiert, ist, dass sie inhaftiert werden. Kinder erstmal inhaftiert werden. Auch unter den Kirchentagsbesuchern überwiegt die Skepsis. Das Grundrecht auf Asyl sollte nicht eingeschränkt werden. Es muss gewährleistet sein. Ich finde, eine Gesellschaft wie die europäische sollte in der Lage sein, sich um Menschen in Not zu kümmern. Sie erstmal hier aufzunehmen und dann zu gucken, was mit ihnen passiert, das fände ich den richtigeren Weg. Bundeskanzler Scholz verteidigt bei seinem Auftritt in Nürnberg das neue Asylverfahren. Derzeit kämen 80% der Antragsteller nach Deutschland, ohne vorher in einem EU-Land registriert worden zu sein, wie eigentlich vorgesehen. Ich habe schon den Witz gemacht beim Europäischen Rat. Deutschland muss einen großen Strand am Mittelmeer haben, denn tatsächlich kommen mehr Flüchtlinge, die über das Mittelmeer nach Europa kommen, in Deutschland an, als in den Mittelmeeranrainerländern im Einzelnen. Die Nichtregierungsorganisationen hoffen nun, dass das EU-Parlament die neuen Regelungen entschärft.
Im bayerischen Erding haben etwa 13.000 Menschen gegen das geplante Heizungsgesetz der Ampelkoalition demonstriert. Den Protest unter dem Motto "Stopp die Heizungsideologie" hatte die Kabarettistin Gruber mitorganisiert. Unabhängig von den Organisatoren hatte auch die AfD zur Teilnahme aufgerufen. Von ihnen durfte bei der Veranstaltung allerdings niemand auftreten. Hauptredner war der bayerische Ministerpräsident Söder. Er wurde mit Protestrufen empfangen. Mit Buhrufen und Pfiffen wird Markus Söder von vielen Demonstrierenden empfangen. Es wird deutlich, dass es auf dieser Demo nicht nur um das geplante Heizungsgesetz geht. Ich bin selber der Meinung, dass die Regierung weg muss, das ganze Parteiensystem geht weg. Wir sind ein kleines Land, das die Welt retten will mit dieser Klimapolitik und das wird nicht funktionieren. Dass uns die Grünen dementsprechend auf die Nerven gehen, weil sie eine reine Verbotspartei sind. Auch Söder spart nicht mit Kritik an der Ampel in Berlin. 4 Monate vor der Landtagswahl in Bayern attackiert er im Besonderen die Grünen. Gerade die Grünen, und das kann man sagen, treiben die Dinge so weit mit Brachialkur voran. Und zwar nur mit Ideologie, ohne Pragmatismus, ohne Vernunft. Und deswegen das klare Signal, diese Politik der Grünen darf nicht die Mehrheit in Deutschland werden. Nur wenige Demonstranten stellen sich der aufgeheizten Stimmung auf der Festwiese entgegen. Der Bundesarbeitsminister verteidigt die Arbeit der Regierung. Aber nichts tun ist keine Option und einfach nur zu protestieren ist auch noch keine Politik. Und ich finde, da muss man dann, wenn man sich als Politiker an sowas beteiligt wie Herr Söder, auch mit konkreten Vorschlägen kommen und nicht nur sich an die Spitze von Ängsten setzen. Die AfD durfte nach eigenen Angaben keinen Redner für die Demonstration stellen. Direkt neben der Festwiese hat sie aber eine eigene Kundgebung organisiert. Die Grenzen zwischen beiden Veranstaltungen sind fließend. Bundesaußenministerin Baerbock hat auf ihrer Südamerika-Reise dafür geworben, stärker mit Deutschland zusammenzuarbeiten. Nach Brasilien und Kolumbien besuchte sie zum Abschluss Panama. Baerbock erklärte, die Bundesrepublik wolle die Handelsbeziehungen mit den lateinamerikanischen Ländern vertiefen, auch als Gegengewicht zu China. Ein Bereich seien Technologien für mehr Klimaschutz. Außenministerin Baerbock in Panama, hier endet ihre Südamerika-Reise. Beim Besuch des Panama-Kanals wird der Einfluss Chinas nochmal sichtbar. Peking hat Milliarden in die Hafenanlage investiert. Was kann Deutschland Panama bieten? Wir haben über grünen Wasserstoff gesprochen. Es soll ein grüner Wasserstoff-Hub hier aufgebaut werden. Wir haben natürlich ein großes Interesse als Bundesrepublik Deutschland dran, auch mit deutschen Unternehmen hier mit stärkeren Investitionen einzusteigen. Und Deutschland will mehr. Schon in Kolumbien hat Baerbock betont, Berlin möchte wichtiger Handelspartner für die ganze Region werden. Zurzeit importiert Deutschland noch Kohle aus Kolumbien. 2030 will Kolumbien aus der Kohle aussteigen und setzt dabei auf deutsche Unterstützung. Colombia intenta tener buenas relaciones con todo el mundo. Wir haben verschiedenste Handelsabkommen. Wir wollen keine Konflikte. Deutschland kann uns das Know-how für die Energiewende zeigen. Chinas wirtschaftlichen Einfluss hat Baerbock in Brasilien, Kolumbien und Panama immer wieder vorgeführt bekommen. Nun hofft die Außenministerin, dass sie sagen, mit euch wollen wir eigentlich lieber kooperieren, weil wir auf euch vertrauen können. Und dafür müssen wir jetzt faire Angebote machen, also wirtschaftliche Beziehungen, die nachhaltig sind und vor allen Dingen auf Augenhöhe mit unseren Partnerländern. Dabei setzt die grüne Außenministerin vor allem auf die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Deutschland war lange Zeit nicht sehr präsent in Südamerika. Länder wie China haben hier in den letzten Jahren viel investiert. Nun knüpft die Bundesregierung in kleinen Schritten Handelsbeziehungen. Und die Außenministerin wirbt für Deutschland als fairen Partner auf Augenhöhe. Es gilt als kleines Wunder. 40 Tage nach einem Flugzeugabsturz in Kolumbien sind 4 vermisste Kinder aus dem dichten Regenwald gerettet worden. Sie waren Anfang Mai bei einem Inlandsflug von Araraquara in die Stadt San José del Guaviare abgestürzt. Dabei starben die Mutter und alle weiteren Insassen. Im Dschungel rund um Guaviare begann eine groß angelegte Suchaktion, die schließlich zum Erfolg führte. Die ersten Fotos der wundersamen Rettung. Die Geschwister zwischen 1 und 13 Jahren alt, abgemagert, aber lebend, in Obhut von Soldaten. Die Großeltern hatten immer an ihre Rettung geglaubt und können ihr Glück kaum fassen.
Das ist ein unglaublicher Moment voller Glück. Ich will diesen Moment und meine vier Enkel umarmen. Vorangegangen war eine fieberhafte Suche im dichten Dschungel der Region Caquetá. Am 1. Mai stürzte hier die Cessna ab, auch die Mutter starb. Suchtrupps aus Soldaten und indigenen Helfern fanden Spuren der Kinder, eine Trinkflasche, Fußabdrücke, angebissene Früchte. Die Geschwister überlebten, weil sie eng verbunden mit der Natur aufgewachsen waren. Doch starker Regen und schlechte Sicht behinderten die Suchtrupps. Zudem sind im Dschungel Guerillagruppen unterwegs. Vor denen war der Vater laut Medienberichten geflohen und wollte die nun geretteten Kinder zu sich holen. Sie werden im Militärkrankenhaus von Bogotá untersucht. Ich habe ihre Gesichter und Augen voller Hoffnung gesehen. Die Kinder waren voller Leben. Über ihren Zustand ist bislang wenig bekannt. Sie seien dehydriert und von Mücken zerstochen. Den Helfern dankte Kolumbiens Präsident persönlich. Die Zusammenarbeit zwischen Indigenen und Streitkräften war sehr effektiv und zeigt, was wir als Land leisten können, wenn wir Allianzen schmieden. Inzwischen ist der Präsident im Krankenhaus eingetroffen. Nach 40 Tagen im Dschungel können die Kinder ihre Familie wiedersehen. Ihr Überleben dürfte in Kolumbiens Geschichte eingehen. Junge Menschen aus Deutschland und Frankreich können sich von Montag an um jeweils 30.000 Gratistickets für Zugreisen im Nachbarland bewerben. Anlass der Aktion ist der 60. Jahrestag des Élysée-Vertrages, der die deutsch-französische Freundschaft besiegelte. 18- bis 27-Jährige können mit dem Ticket zwischen Juli und Dezember einen Monat lang das jeweilige Nachbarland bereisen. Es gilt sowohl im Fern- als auch im Nahverkehr. Der Waldbrand in Jüterbog im Süden Brandenburgs hat sich weiter ausgebreitet. Gestern war die Gefahrengroßlage ausgerufen worden. Damit konnten nun auch Bundespolizei und Bundeswehr die Löscharbeiten unterstützen. Die betroffene Fläche ist mittlerweile mehr als 700 Hektar groß. Zudem brach gestern ein weiteres Feuer aus, das Richtung Luckenwalde zieht. Nach Angaben des Landes Brandenburg wurden in diesem Jahr dort bereits mehr als 120 Waldbrände registriert. Letzte Handgriffe vor dem Einsatz. In diesen Löschwasserbehälter passen bis zu 2000 Liter. Drei Hubschrauber von Bundespolizei und Bundeswehr unterstützen damit seit dem Mittag die Feuerwehr, um den Waldbrand auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Jüterbog südlich von Berlin einzudämmen und die Ortschaften in der Umgebung zu schützen. Wir wurden bislang nicht gebraucht, aber gestern hat es eine Lageentwicklung gegeben, die so war, dass wir feststellen mussten, es könnte sein, dass bebautes, bewohntes Gebiet in Mitleidenschaft gezogen wird und Brandschneisen übersprungen werden. Und da muss die Bundeswehr helfen, weil aus der Luft kann gelöscht werden mit Bundeswehrhubschraubern dort, wo Munitionsbelastung ist. Abgesehen von kurzen Schauern ist kaum Niederschlag in Sicht. Stattdessen facht der Wind das Feuer immer wieder an. Die Trockenheit wird nicht nur in Brandenburg zum Problem. Diese Karte des Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung zeigt Gebiete, in denen der Boden derzeit ungewöhnlich trocken ist. Vor allem im Nordosten herrscht mitunter sogar extreme Dürre. Besonders betroffen sind Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Sachsen. Auch der viele Regen zu Jahresbeginn habe in diesen Regionen daran nichts geändert, sagen Hydrologen. Diese Niederschläge, die wir im Winter hatten, die waren gut, die haben die Oberböden wieder aufgefrischt. Aber darunter sind eben noch sehr viele Schichten, die auch sehr trocken waren. Und bis eben das Wasser dann gesickert ist in das Grundwasser, müssen die eben auch erstmal aufgefüllt werden. Und da haben wir noch ein großes Defizit. Und eigentlich müssen wir Jahre von starken Niederschlägen haben, um das auszugleichen. Die Trockenheit macht auch der Landwirtschaft zu schaffen. In Mecklenburg-Vorpommern klagen Bauern bereits über Schäden an Raps und Getreide. Jetzt der Blick auf die Lottozahlen. 12, 16, 24, 28, 30, 37, Superzahl 0. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 11. Juni. Die Woche geht unter Hochdruckeinfluss meist sonnig und vielerorts auch sehr warm bis heiß zu Ende. Die Schauer und Gewitter des Abends fallen schnell in sich zusammen und dann ist es heute Nacht meist sternenklar. Am Tag erwarten uns wieder verbreitet bis zu 16 Stunden Sonnenschein. Vor allem über dem östlichen Bergland sowie im Süden tauchen wieder ein paar Quellwolken auf, die am ehesten an den Alpen einzelne Schauer und Gewitter bringen können.
In den Innenstädten des Westens heute Nacht nahe 20, im Osten teilweise knapp unter 10 Grad. An der Ostsee morgen bei einem frischen Wind um 20, im Westen wieder über 30 Grad. Auch am Montag ist es oft sonnig und sehr warm bis heiß. In den folgenden Tagen sind Richtung Osten wieder einige Wolken unterwegs und gebietsweise wird es nass, sonst ändert sich wenig. In den Tagesthemen um 23.15 Uhr mit Ingo Zamperoni blicken wir in die Ukraine, wo die Gegenoffensive nun begonnen haben soll. Und wir zeigen Ihnen die Höhepunkte vom Champions-League-Finale Manchester City gegen Inter Mailand. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.